Ich heiße Jürgen Schäfer und bin Feuerwehrbeamter. Ich fahre dieses Auto. Bei uns heißt es Drehleiter. Ich bin zwar inzwischen älter geworden, habe auch eine andere Uniform, aber dafür ist die Leiter bedeutend jünger. 20 Jahre liegen zwischen diesen beiden Aufnahmen. Was hat sich inzwischen verändert? Das Führerhaus ist das gleiche wie bei einem Lastwagen. Was sich bei uns hier verändert hat, ist zum Beispiel hier dieses. Das ist die Bedienung für das Automatikgetriebe. Das erleichtert mir das Fahren bei Alarmfahrten. Hier diese Wasserwaage, die zeigt mir an, ob die Leiter gerade steht. Früher hatten wir einen großen Hebel, damit wurde die Handbremse betätigt. Heute benutze ich hier diesen kleinen Knopf, den drücke ich runter und dann steht die Leiter fest. Hier drüber diese Knöpfe, das ist der erste Knopf für das Blaulicht vorne, der zweite Knopf für das Blaulicht hinten und hier dieser Knopf, damit betätige ich das Martinhorn. Hier drunter dieser Knopf, wenn ich diesen betätige, aha, das Funkgerät. Dann nehme ich Kontakt mit unserer Einsatzzentrale auf und kann mit denen Absprachen treffen zum Beispiel. Übernehmen Sie Unfall, Aachener Straße, Ecke. Wir hatten früher hier unten einen Hebel, damit ich die Leiter von hinten bedienen konnte. Heute genügt mir ein kleiner Knopf und dieses Signal zeigt mir, ich kann die Leiter jetzt von hinten bedienen. So, ich habe jetzt den Motor angelassen und jetzt kann ich die Leiter von hinten aus bedienen. Ich lasse erst die Stützen herunter, damit mir die Leiter beim Betrieb nicht umfällt. So, jetzt presse ich die Stützen an die Erde. So, jetzt stehen sie fest und jetzt kann ich die Leiter von oben aus bedienen. So, ich habe jetzt meinen Bedienungsstand erreicht. Früher musste ich die Leiter von hier unten aus bedienen. Das war bedeutend beschwerlicher. Heute sitze ich hier recht gemütlich und kann von hier aus die Leiter bedienen. Hab mein privates Fernsehgerät hier stehen, an dem ich alles ablesen kann, welche Leiterfunktionen oder welche Probleme auftreten. Ich habe rechts und links hiervon zwei kleine Hebel. Wenn ich den linken Hebel nach hinten ziehe, dann richtet sich die Leiter auf. Wenn ich den Hebel wieder nach vorne bewege, dann senkt sich die Leiter ab. Wenn ich diesen Hebel nach rechts bewege, dann dreht sich auch die Leiter rechts herum. Und wenn ich diesen Hebel nach links bewege, dann dreht sich die Leiter auch links herum. Der Hebel an meiner rechten Seite, der ist dazu da, damit ich die Leiter ausfahren kann. Sobald ich ihn nach vorne bewege, wird die Leiter länger. Und wenn ich den Hebel nach hinten bewege, dann fährt die Leiter ein. Sie wird also kürzer. Wollt ihr denn noch mal rauf? Ja, klar wollen wir rauf. So eine Gelegenheit ergibt sich ja nicht jeden Tag. Und das muss man doch unbedingt mal machen. Ist schon merkwürdig, wenn das Auto unter einem immer kleiner und kleiner wird und man bewegt sich in die Luft. Glaubt man gar nicht, wie hoch 30 Meter sein können. So lang ist nämlich die Leiter. Unten das Auto ganz winzig und rundherum nur viel frische Luft und ein herrlicher Ausblick über Köln. Aber von dem herrlichen Ausblick haben die Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit normalerweise nichts.
Sie müssen sich darum kümmern, dass Leute gerettet werden oder dass ein Feuer gelöscht wird oder dass eine verstiegene Katze wieder runtergeholt wird. Überall da, wo keiner sich mehr hintraut, da müssen die Feuerwehrleute arbeiten. So, genug vom schönen Ausblick, jetzt wollen wir wieder nach unten. Schon ein schönes Gefühl, wenn die Erde wieder näher kommt und das Auto deutlich größer wird. Was gibt's denn an so einem Auto alles zu sehen? Also da sind zum Beispiel die Schläuche und Dinge zum Wasserspritzen und Licht für Nacht und Lautsprecher, dass man sich von oben und unten unterhalten kann und noch zwei merkwürdige Kisten. Also was ist das denn? Haben Sie jetzt eine Feuerwehr mit Düsenantrieb oder was? Wenn wir uns vielleicht mal 20 Jahre näher sehen, dann haben wir so etwas auch. Aber für das, was wir jetzt brauchen, zeige ich Ihnen mal. Ja? Und jetzt machen wir die Feuerwehr noch schneller, als sie in Wirklichkeit schon ist. Mit einem Zeitraffer arbeiten sie hier. Und jetzt bin ich doch gespannt, zu was diese beiden merkwürdigen Kisten notwendig sind. Aha, das sind Ventilatoren. Die blasen ein großes Kissen auf. Sprungretter nennen die Feuerwehrleute das Ding. Sehen Sie? Da unten ist unser Sprungretter. Aha. Nun springen Sie doch mal. Da rein? Ja, da rein. Muss ich auf irgendwas besonders achten? Ja, wenn Sie abspringen, die Beine nach oben und dass Sie mit dem Po ins Kissen kommen. Und Sie werden sehen, das macht Spaß. Da den roten Punkt treffen. Den roten Punkt? Okay. Es tut wirklich nicht weh und es macht Spaß, aber im Normalfall ist es dazu da, Leute aus brennenden Häusern zu retten. Super. Und das alles auf diesem Feuerwehrauto. In 20 Jahren kommen wir wieder und schauen nach, was sich dann verändert hat. Vielleicht sogar der Düsenantrieb, haben wir dem Herrn Schäfer versprochen.